Stuttgart 21. Warum haben Sie sich noch einmal in einem relativ größeren Kapitel dieses Werkes mit diesem Thema befasst? Das hängt mit dem zusammen, was ich vorhin versucht habe zu erläutern. Meine Sorge, dass wir Gefahr laufen, dass die Menschen nicht mehr akzeptieren, was in der Politik, in der großen Politik entschieden wird. Dass sie das Gefühl haben, die da oben machen schon, was sie wollen, und wir werden sowieso eigentlich im Grunde genommen nicht gefragt. Das ist eigentlich das Thema, was mich im Zusammenhang mit Stuttgart 21 interessiert, nämlich ganz einfach auf dem Hintergrund, wie hat das angefangen? Ich selber gestehe Ihnen, als mein damaliger Kollege und heutiger Freund Heinz Dürr, mir damals war er Bahnchef, das erste Mal diese Projektüberlegungen gezeigt hat, was überhaupt mit den innerstädtischen großen Bahnhöfen geschehen soll, in Frankfurt, in München, in Stuttgart, habe ich das durchaus einleuchtend empfunden. Da ist das weitergegangen und dann sind plötzlich Zahlen auf den Tisch gekommen, die ganz eindeutig erstunken und erlogen waren. Ich sage das jetzt mal ohne Punkt und Komma. Und mit Hilfe dieses Instrumentariums ist das Projekt dann mit Brecheisen zum Schluss durchgesetzt worden, weil man meinte, auch da wieder Ihre Freundin, die Bundeskanzlerin zu zitieren, die hierher gekommen ist und hier in der Öffentlichkeit erklärt hat, wenn wir Stuttgart 21 nicht realisieren, verliert Deutschland seine Glaubwürdigkeit in Europa. Also Punkt wird gemacht. Schon mit falschen Zahlen, auf der Basis falscher Zahlen. Dann ist die Sache weitergegangen, nach der Volksabstimmung, die auch schon auf der Basis falscher Zahlen hier stattgefunden hat. Dann ist das Ganze weitergegangen, als das neue Kostenvolumen, Aufwandsvolumen wirklich klar war, einigermaßen, in einer Aufsichtsratssitzung der Bahn. In dieser Aufsichtsratssitzung, das ist inzwischen allgemein bekannt und nicht mehr bestritten, saßen zwei Vertreter der Bundesregierung, Staatssekretäre, die wollten dagegen stimmen, weil es genau das Kostenvolumen war, das die Bahn vorher einmal als wirtschaftlich untragbar erklärt hatte. Da sollte der Aufsichtsrat diesem neuen Kostenvolumen zustimmen. Die beiden Staatssekretäre wollten eigentlich auch dagegen stimmen. Die kriegten eine Weisung von oben, ihr müsst zustimmen. So ist die Bahn schließlich mit einem Ja in dieses Projekt hereingegangen. Und ich, weil Sie das schon aufwerfen, ich habe das deswegen jetzt nochmal erwähnt, weil das der Grund meiner Sorge ist. Das weiß inzwischen die gesamte Öffentlichkeit und es ist etwas, was dazu führt, dass die allgemeine breite Öffentlichkeit, Sie, ich, wir alle, einfach nicht mehr glauben, was uns oben erzählt wird. Das ist das ganze Thema der Glaubwürdigkeit und das zehrt an die Wurzeln unseres demokratischen Systems. Darum geht es mir, nicht um in Sachen Stuttgart 21 Recht zu behalten. Recht behalte ich, werde ich sowieso, wenn sich herausstellt, was auf diesem frei werdenden Bahngelände für eine wunderbare Investoren neue Stadt gebaut wird. Das